Soll ich? Thomas fängt an. Hey, direkt mit Killer, ey. Hey, geil. Das sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen bei Dead by Daylight. Zurück bei Dead by Daylight. Wer ist denn hier wer? Ready for Pain. Ready for Pain. Alles klar. Halt doch mal die Frisur klauen, das geht nicht. Ich brauche eine andere jetzt. Ja, echt, wer ist denn hier wer? Achso, du hast den die Streifenhose. Dann mach ich das jetzt hier wieder. Alles klar, Potschnitt, sehr gut. Geht mir gar nicht. Sehr schön. Aber wir sind dreimal Mac. Ready for Pain, das sieht aber nicht so ready aus. Jetzt ist ready. Ja, geil, Mann. Killer aber nicht so. Killer auf Doom, Alter. Jetzt Killer fertig. Jetzt geht's. Ja, der Fail ist gleich fertig, weil wir fertig mit ihm sind. Ja, jetzt geht's richtig los, Alter. Jetzt geht's richtig los. Allen kommen. Aber sind wir Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. So. Die guten alten Tage. Ja, weißt du noch? Im Wagen vor mir fährt ein schönes Mädchen. Haben wir gerade Gamescom? Haben wir jetzt gerade? Nee, die ist schon rum, glaube ich. Ist sie schon rum? Ich weiß es gar nicht. Ist schon rum, ja. Ja, war eine Gamescom. Die Gamescom war Hammer, Mann. Ja, ich habe noch nie so eine Gamescom erlebt, wie diese Gamescom, die wir gerade erlebt haben. Das war, also ich habe schon viele Gamescoms von zu Hause erlebt, ne? Aber das war die beste. Geil. Übrigens Fallensteller, ganz kurz. Wir haben den Fallensteller. Aber das wusstet ihr natürlich. So. Boah, Gamescom. Und ich bin auch glatt mal die fauligen Felder in der Hose. Geil. Musst du mal rasieren oder willst du so lassen? Die lasse ich so. Das ist Natur pur, Mann. Das ist doch in heutzutage. So ein bisschen so geiles Hodenmoos. Kannst du aber immer gucken, das wächst nur auf der Ostseite. Alter. Was geht denn hier? Was denn? Geil. Das sind alles Erfahrungswerte. What? Ist oh wow. Nein, Mann. Was ist hier los? Unconcentration. Ich musste gerade husten. Ja, verstehe ich. Ich auch. Deswegen ist der Generator explodiert. So ein richtig so einen dicken Kibbeling hinten aus dem Hals. Durch die Nase. Dann direkt unterholen. So. Direkt unterholen. Joa, was? Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Oh mein Gott. Lass uns gleich direkt abhauen, okay? Ja, na klar. Hä? Oh, lass es hochgehen. Der hat den. Der jagt gerade Royal Pain. Boah, habt ihr Glück. Oh, da auf. So, nein. Ja, dann bin ich wohl am runter, Arsch. Mann. Bitte nicht runter, Mann. Ja, natürlich bringt er mich runter. Was soll ich sonst guck mal, ich hab eine Taschenlampe, Mann. Ja. Ist doch scheiße. Bist du tot, wenn du dich jetzt dran hängst? Ich glaube noch nicht. Ich glaube, theoretisch müsst ihr noch kämpfen können. Ja, ich kann noch kämpfen. Oh, vielleicht krieg ich jetzt. Ja, guck in die Schränke. Guck in alle Schränke. Vielleicht ist ausverkauft gerade. Vielleicht tut da was zu essen. Das ist bestimmt ein sehr hungriger Mann, so wie der aussieht auch. Ja, ich glaub. Und er legt eine Falle oben. Ich hab's gesehen. Also. Okay, cool. Was denn? Ja. Schon. Nein! Thank you. Oh. Mein Ton. Ich lade mal direkt nochmal ein. Ja. Okay, warte, ich verlasse mal ganz kurz diese lustige Runde. Ja, na gut, aber der Tobi hat's geschafft, da freue ich mich tatsächlich. Hey! Ja. Sehr cool, sehr, sehr cool. Tobi, wenn der Curry nicht da ist, läuft's bei dir, wa? Hey, aber sowas von, in alle möglichen Richtungen. Geil. Und aus allen möglichen Löchern. Was? Bitte was? Was? Du brauchst auch jemanden, der das stopft, oder was? Das ist der Curry. Curry ist quasi mein Kibbeling-Stopfen. Aber kratzt die Panade nicht ein bisschen am Ausgang? Nee, geht eigentlich. Ah, okay, na gut. Ich bin halber Ami, ich bin das gewohnt. Oder hast du da noch eine leckere Salsa-Soße dran? So Jim Ross Barbecue. Cherry Bomb. Oh, Cherry Bomb ist so geil. Bist du echt halber Ami oder war das jetzt einfach so? Nee, doch tatsächlich. Ich bin tatsächlich halber Ami. Doch. Echt? Ach, krass. Und halber Franzose. Auch noch. Okay, Users, läuft der Channel. Also mein Vater ist Franzose, meine Mutter ist Ami. Krass. Tobi. Krass. Du bist ein richtig International Child, hä? Ja. Oh. Ja. Pan ist halb Marokkaner, halb Chinese und halb Afrikaner. Ja. Okay. Ja. Aber ich würde das schon vorstellen können. Ja, das sieht man ja auch. Ja, doch. So. Bin ich jetzt bereit? Doch, ich bin. Hä? Einer fehlt noch. Wer ist das? Ach so, bei mir. Ja, Entschuldigung. War ich das jetzt? Nee. So? Nee.
Hä? Bei mir stand ich auch nicht. Ich verstehe nicht mal nicht. Jetzt auf jeden Fall. Das ist nochmal alles. Okay, Spielbeginn. Jetzt muss ja stimmen. Spielbeginn in 0 Sekunden ja, muss ja stimmen. Und sonst so. Ey, geil, Mann. Kannst du eine Quatschrunde machen? Ja, ist auch ganz gut. Lass mal Real Talk machen. Habt ihr Themen? Habt ihr aktuelle Tagesthemen? Nur ausgelutscht ist irgendwie. Ich verstehe. Also, nur Sache, über die eigentlich keiner mehr reden will. Na? Also politisches halt. Geil. Ja. Das ist immer ganz gut. Das ist immer ganz gut im Let's Play. Da fahren alle drauf ab. Ja, auf jeden Fall. Vor allem sind sich da auch alle so einig halt, weißt du? Ja. Das ist immer gut. Ey, Gronkh, warum sagst du nichts zu der Merkel? Wieso machst du keine Terroristen? Ich hasse dich. So, irgendwie... Ach, Searching for Games noch, okay. Mhm. Er sucht noch. Lass ihn mal. Ja, natürlich. Was ist denn euer Lieblingsessen? Bifteki. Pimeni. No. Oh. Boah, ich habe eigentlich gar kein Lieblingsessen, fällt mir gerade so ein. Mhm. Ich esse alles gerne. Ja, das... Okay, die Lieblingssüßigkeit, das ist schwierig. Das ist wiederum was, wo ich sage... Nutella mit einem Löffel essen. Boah, ja, Nutella oder Schokomeck. Schokomeck ist auch geil. Nee, ich bin eher Nutella. Jetzt muss ich überlegen. Also richtig habe ich da eigentlich gar nichts, ehrlich gesagt. Ich habe auch so viele Sachen irgendwie, aber irgendwie auch nichts. Alles so mit Nuss-Nougat ist dann super lecker. Oh, Nuspli ist geil. Ja, Nuspli ist, wow. Oder, Nuspli ist auch geil. Oder saure Zungen so lange essen, bis die Zunge richtig taub ist und so richtig... Salzige Heringe. Oh, ja, die geil. Sind auch so lecker. Davon kriege ich immer so Bauchschmerzen, aber ich lerne nicht daraus. Ich esse die dann immer wieder. Ich weiß. Was essen die denn da draußen am liebsten an Süßigkeiten? Alter, pass auf, ich muss ganz kurz eine Geschichte erzählen. Ich muss kurz eine Geschichte erzählen. Pass auf, die Pan, ne? Ja. Die Pan hat sich salzige Heringe gekauft und um das zu rechtfertigen, hat sie mir noch eine Rolle Doppelkekse mitgebracht. Ne? So, oh ja, ich hab dir auch was mitgebracht. Eigentlich, ich weiß genau, sie wollte sie nur salzige Heringe kaufen, weißt du? So, und dann hat sie salzige Heringe aber sofort, hat sie am Rechner geholt, dann waren die einfach weg, so inhaliert, weißt du? So wie so ein Vakuum. So, und das Lustige ist aber, diese Rolle Doppelkekse, die sie mir dann mitgebracht hat als Ausrede, weißt du, wer die vernichtet hat? So nach und nach, oh, ich hab einen Doppelkeks genommen, guck ich rein, irgendwie nur noch ein Viertel drin. Weißt du? Die machen sich halt immer total gut beim Kaffee. Und wenn die da stehen, die Sache ist, wenn da was steht, dann esse ich das auch. Ich kann mich einfach nicht zurückhalten. Wenn es im Schrank ist und ich das erstmal aufmachen muss, dann bleibt es im Schrank. Mit Glück. Aber so. Das wage ich zu bezweifeln, diese Aussage. Ja, ich... Ich muss die Sachen verstecken. Sind wir mal ganz ehrlich, so ein Doppelkeks, der irgendwie schon 3-4 Tage alt ist, schmeckt auch einfach scheiße, wenn er offen ist. Den musst du im Kühlschrank lassen oder die Packung zumachen halt wieder. Kühlschrank? Ein Doppelkeks? Ja, voll geil. Nein! Ja klar, ist voll gut. Du packst doch Brot im Kühlschrank. Ich mag das nicht, Das Brot muss immer in so ein... Was? Brot im Kühlschrank? Ja, na klar. Toast zumindest. Da hält er länger. Was ist mit euch los? Na klar. Er packt Toastbrot in seinen Kühlschrank? Ja, natürlich. Ist so seltsam, der Mann. Natürlich, da hält er länger. Da hält er länger. Dann gammelt er auch nicht so schnell. Machst du auch Mortadella in deinen Toaster und sagst, ich hab was Warmes gegessen? Alter, er macht Toast in seinen Kühlschrank. Ja, aber das bleibt länger frisch. Mann. Was ist denn los mit euch? Ja, aber wenn du das doch dann rausholst, dann ist das doch so voll wabbelig irgendwie dann. Ja, aber dann packst. Nee, der ist ja nicht mit Wasser durchzogen. Du machst dir natürlich die Packung wieder zu mit diesem Pinöpel. Und dann nimmst du Toast raus, packst den Toaster, ist ja schön getoastet und schön frisch. Na klar. Es gibt Leute, die frieren Brot ein, damit es länger hält. Ja, ich fand's krass, dass sie in den USA, als wir da waren, da war das ja auch so, dass die sich das Brot toasten. Das machen wir ja überhaupt gar nicht. Ich meine, die haben auch anderes Brot natürlich, ne, aber. Brottoasten machen wir. Ah, gar nicht! Yay. Ah, es geht los. Geil. Weil ich sagen muss, dass normales getoastetes Weizenbrot auch echt geil schmeckt. Finde ich auch. Ich mag getoastete Sachen. Ich kannte das auch nicht mit den Eiweiß in Tetrapacks. Gibt es in den USA so Eiweiß? Das gibt es hier auch, aber hier gibt es das selten. Und bei der Metro zum Beispiel. Was ist denn Eiweiß? Also so richtig dieses Eiweiß? Eiweiß, ja, ohne Eigelb halt. Weil Eigelb ist ja irgendwie, hat so ein paar Schadstoffe drin, bla bla. Ist nicht so richtig gesund und deswegen gibt's halt Eiweiß so. Und dann musste ich ihn das, also ich musste nicht, ne, aber ich habe halt immer Frühstück gemacht und dann war das so komisch, so wie Milch halt. Schüttest du das in die Pfanne und dann, ich weiß nicht. Das ist irgendwie eklig. Was? Ad for you, was ist da los? Ja. Killerchen, drück mal auf Fertig, bitte.
Ja, bitte. Ja, Add for You hat auch noch nicht fertig gedrückt. Ich glaube, die weiß noch nicht. Die gibt gerade auch Befehle die Konsole ein. Add Wow. Ja, ich. Ja. Ah. Add Wow ist fertig. Okay, ja, ich fühle mich jetzt auch mal so unbedeutend hier. Ja, ich. Oh, ich hab sogar High. Ein guck mal. So. Moin. Moin. Gib mir den. Seid ihr die echten? Oh! Meistens ja. Ich wollte gerade schreiben, nur am Wochenende. Hey, Edvau. Edvau oder Edvau? Edvau? Ed von Schleck. Oh, Ed von Schleck, Alter. Was war das? Boah, Ed von Schleck war super. Aber boah, kannst du, Ed von Schleck. Kannst du heute nicht mehr machen mit dieser Zunge? Sieht heute ein bisschen. Was denn? Ja, so ist immer, so ist immer. Oh, nein, das ist bei mir wirklich eine frühe Kindheitserinnerung, die ich mit meinem Opa damals so hatte. Der hat mir mal Ed von Schleck geholt, bevor er mich zum Kindergarten gebracht hat. Deswegen Ed von Schleck, oh, das ist ja lecker. Einmal mit Pan in Rewe, die Süßigkeitenabteilung, bitte. Du hättest mich in Japan erleben sollen, Tobi. Ich hab alles so gefeiert und auch immer so, wenn man erstmal so, oh, boah, das ist so lecker. Du warst erstmal das ganze Regal, Alter. Oh, Muschipan, oh, Muschipan, oh, Muschipan, oh, Muschipan. War so lecker einfach. Oh. Das heißt wirklich so. Ja, Muschipan war so Muschipan lecker. Muschipan heißt... Was ist denn Muschipan? Das ist so eine Süßspeise aus, ich weiß nicht... Hast du eine kleine Brust? Aus Katzen oder was? Muschipan. Dass du überhaupt an Katzen denkst, das ist, spricht für dich? Ja. Dann sehr anständig. Ich denke immer an haarige Pussys und Muschiere. Sag mal. Okay, Schluss jetzt. Also der Fallensteller ist glaube ich schon mal nicht, kann das sein? Okay, Tobi, bist du das hier oder? Hey Thomas! Hey Tobi! Hey, Thomas. Jetzt bräuchte man Curry. Der Curry? wisst ihr welches Problem ich immer habe, wenn ich die Thumbnails mache? Der Curry, der Curry, sein Kinn und sein Hals sind irgendwie eins. Da fehlt mir manchmal der Übergang. Ja, da ist was unglaublich schief gelaufen damals. Das ist echt schlimm. Nein, so meine ich das nicht, aber... Nee, das ist schon in Ordnung, aber Curry weiß das. Lieber Curry, du wirst es vielleicht nie hören, aber ich finde, du siehst immer aus wie ein Stressball. So ein Anti-Stressball, so. So, oder? Es ist so ein bisschen... Huch, was macht der denn hier, Alter, mit der Kamera? Was ist da los? Der guckt, wo der Kinder ist. Aber hey, bei mir hast du dich auch beschwert, dass ich so weiß bin, dass du halt die Hautfarbe gar nicht hast. Bei dir ist es immer, du hast immer Haare im Gesicht, deine Stirn fehlt komplett und du bist immer weiß. Immer. Bei jedem Bild. Oh, ich bin ganz ja, ich bin so weiß wie die Wand, aber ich hab's geändert. Also es sollte nicht mehr so hell sein. Lichtquelle habe ich jetzt ganz weit weg. Also 2 Zentimeter weiter weg. Er geht ja nicht hier. Da, habt ihr gehört? Ja. Irgendwas hat er. Das ist doch bestimmt irgendwas für die Auren der Überlebenden, oder? Die Auren. Das Ding ist halt, er weiß halt dadurch immer so, wo er lang muss, ne? King of Kibbeling. Ich würde gerne wissen, was es ist. King of ich find's cool, wenn er jetzt die Luke findet. Ich würde es ihm echt gönnen gerade. Ja, echt gut gespielt. Warum macht Eddie das so ein bisschen? So? Eddie versteckt sich viel öfter als wir. Hä? Wieso geht er nicht zur Tür? Hä? Er muss noch einen Atem Punkte machen. Punkte sammeln. Mega. Ah, nee. Sehr geil. Boah, cool. Sehr geil. Ach boah. Ja, alle Generatoren erstmal anditzen, damit die nicht fertig sind. Und dann später, davon habe ich gelesen, von dieser Strategie. Ja, das habe ich tatsächlich auch schon in den Kommentaren stehen gehabt. Das sollten wir eigentlich auch mal machen. Beigefügt mit einem netten, warum macht ihr das nicht, ihr Pisser? Ja, natürlich. Auf Kibbeling Wing. Ja. Auf Wingelding. Lässt sich nieder und besucht seine Untertanen. Alter, ich habe eine grüne Werkzeugkiste. Hallo. Hä, was macht denn die? Alter, der Curry! Curry! Was, Curry? Bist du's? Hey, Freunde. Curry, die haben voll über dich gelästert, aber ich nicht. Ja, nee, ich hab alles gehört. Der ist gerade 3 Sekunden drin und Pan fängt sofort an. So oder was? Richtiges RTL, die Pan einfach. Ich bin jetzt nach oben und klatsch da voll ab. Curry, wie geht's dir? Bist du müde? Nee. Ach, scheiß doch drauf, Curry, Mann. Lass mal zocken hier, komm. Wie war der Tag? Oder? Geil, Alter, Stommy. Oh, ist das schön. Ich hatte den. Ja, weil der Curry säuft ja viel, der wohnt in der Grenznähe, da hat er ganz viel Kummer auch, hat er erzählt, deswegen säuft er halt viel. Als wäre er auf Entzug, Alter. Deswegen war er heute auch weg, tatsächlich. Da hat er heute diesen Psychologentermin, ne? Ja. Es hat echt was gefehlt.
Also du hast echt gefehlt, Curry. Curry, du bist uns wichtig. Wir hatten gerade einen guten Spieler, ne? Da warst du wieder gut. Habe ich gehört, ja. Runden, ja, was du... Ja, hier, wer hat das von euch gesagt? Hier, Curry ist raus, Ed4U ist drin, ha? Der Pan hat das gesagt. Natürlich hat die Pan das gesagt. Ich hab das auch so mitgekriegt. Nee, das hab ich nicht gesagt. Das hast du vorhin gesagt, Pan. Also hier steht 2 gegen 1, ne? Ja. Und du bist eine Frau. Ich hab das nur mit dem Hals und dem Kinn gesagt. Und dann hat der... Was für ein Kinn? Ach, dass der Curry keinen Hals und kein Kinn hat und voll lustig aussieht. Nein. Toll. Jetzt hab ich immer Probleme. Und dann hat der Thomas gesagt, warte. Was hat der Thomas dann nochmal gesagt? Irgendwie, dass du ein Gummikopf bist oder sowas. Hä? Das hat keiner von uns gesagt. Was hast du nochmal gesagt? Das hat keiner von uns gesagt. Doch, komm, du hast gerade irgendwas gesagt, ich weiß es nicht mehr. Der verdammt. Thomas hat gesagt, dass es immer so ein bisschen aussieht wie so ein Anti-Stress-Ball. Ja, siehst du. Aber ich finde es cool, dass du dich mittlerweile als Thomas personalisierst. Ne? Der Tobi. Der Tobi heißt jetzt Thomas übrigens. Nee, du heißt Thomas. Ich bin Thomas. Du bist Edgar, du hast der Thomas. Ach, ich bin Thomas. Ach so. Ja, natürlich bist du Thomas. Ach so. Curry, was los? Bist du verwirrt? Nee. Curry hat jetzt voll Bock, bestimmt mit uns alles zu zocken. Normal. Okay, wie viele Stunden hast du geschlafen, Curry? 3. Boah. Ja, aber so viele schläft Tobi doch immer nur. Ja, das stimmt. Tobi schläft immer nur 3 Stunden und dann steht er auf und dann ist er wach und dann geht er spazieren. Der Tobi rollt sich zwischendurch einfach kurz ins Hundekörbchen. Aber den Hund platt gedrückt. Ja, wollen wir, pass auf, dann machen wir gleich die nächste Runde, dann wieder endlich mit Curry. Ja! Ja, geil! Das war aber jetzt aber... Curry, das war jetzt alle jetzt spannend, so scheiße. Nee, nein. Geil, ist voll geil, du hast voll gefehlt, ohne Scheiß. Echt gefehlt. Die ersten Folgen waren echt low. Boah, die erste Folge. Die erste Folge war so aufs Maul gekriegt. Du musst dir angucken, Curry. Guckst du dir bei mir an? Habt ihr jetzt gemacht 5 Stück oder wie? 7. 1000. Nein, wie waren wir denn? 3? 4? 3. Boah. Voll. Ja, mehr war nicht möglich, weil wir so gut gespielt haben, alle Folgen. Ja, es war der Hammer. Na gut, aber gerade eben die Runde war cool, auch wenn wir sehr uncool waren. Ich schäme mich immer noch vor Eddie. Ja, ich schäme mich auch. Eddie war cool. Eddie war halt, ja, Level 1, war Pro-Gamer, war Ruler of the Universe im Kibbling-Universum. Deswegen, ja. Nächste Runde, wieder mit Curry! Ich würde sagen, die letzten Worte dieser Folge hat Curry. Ja. Ja, warum denn ich? Okay, ciao. Okay, wieder zum Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ja! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Dead by Daylight, Survive with Friends, hey! Hey, ja, wir haben auch gar nicht irgendwie 50 Minuten gewartet, bis wir hier endlich mal in der Lobby sind. Eine neue Runde gefunden und ja, wir sind wieder alle am Start. Oder ich bin drin, aber ich bin jetzt auch da und jetzt machen wir alle zusammen hier Happy Tree Friends überleben. Curry! Hey Thomas, Mann, du bist gerade Level 19. Nee, ich habe leider mein Level verloren, weil ich gerade... Entschuldigung. Ich verstehe immer noch nicht, warum jetzt Thomas. Thomas? Weil er auf seinem Trikot hinten Thomas draufstehen hat. Ach so. Das ist ja gut. Eigentlich heißt es ja Thomas. Thomas. Thomas? Thomas finde ich lustiger. Hey, Thomas. Ah! Oh. Hä? Was hast du denn gerade? Das war eine Mischung aus Gähnen verhindern und einfach seufzen. So. Okay. Was will ich denn? Entschuldigung, wir sind verspätet. Oh, du hast Spaß mit uns, ne? Du hast echt Spaß mit uns. Oh, Kohlelager, cool. Na, nice. Ist er bei euch? Oh, ich hab auch gerade. Toll, war die Scheiße gemacht, habe ich selber. Wo bist du denn? Ich blute hier, alles voll. Ist schon wieder soweit, ja? Ich konnte gerade nicht. Den exakt gleichen. Ich muss gerade erstmal wieder reinkommen. Liegst du schon? Was geht denn mit deinem Tampon, ey? Pan, wo bist du denn? Du bist gerade an mir vorbeigelaufen. Ich wollte dich hier. Nein, ich hab mich einmal getroffen. Hey, ich bin eine Fontäne aus. Sehr gerne. Curry ist gerade da und ist schon angeschnitten. Hey, ich war gerade eine Fontäne aus Blut. Lass mal Lachs aus Curry schneiden. Das ist irgendwie alles aus. Ey, guck mal. Was denn? Ja. Gerade das ist voll schnell! Reißen wir zwischen der Lachse, Junge. Achso, sollen wir zusammen vielleicht irgendwo hingehen? Der ist übrigens bei der Hütte. Ich verstehe sehr gern. Ich habe dich verloren. Ich gehe mal in Richtung dieser Hütte. Es ist wirklich auf allen Stelle. Okay. Ich finde keinen Generator. Was ist hier los? Der ist bei der Hütte. Beim Haus. Ich finde keinen Generator. Das finde ich nicht gut. Ja. Ah, ich gehe mal hier runter. Oh, und das ist aber toll. Oh mein Gott. Der hat mich gleich das zweite Mal. Nein! Hier kann man gar nicht runter. Scheiße.
Hä? Tobi, ist gut. Ich kann den Generator nicht jetzt. Vielleicht kann vorne, ja. Hey, ciao, Curry, ne? Sollen wir dann gleich den Curry retten? Ist der noch bei dir, Curry? Ja, der kommt jetzt. Der Kennt macht der? Eine Falle hin. Oh, nee. Der macht eine Falle unter mich, Tobi. Das kann doch nicht sein erster Herr. Oh, was fällt dir? Tobi, komm mal rüber hier mit deinem Apache-Beamer. Der ist noch da, ne? Ja, der campt und jetzt haut er auf mich ein, die Sau. Alter, was für ein Stricher. Ey, guck mal, der campt hier. Was dem Hurensohn, dem Honig. Dem gebe ich Box ins Gesicht, Alter. Und nein, der steht einfach vor mir, guck mal, der haut mich sogar noch. Was machen wir da? Ganze Zeit, oder was? Kurze Frage, das ist doch nicht sein Ernst, Alter. Soll ich mal ablenken? Der geht doch nicht weg, ne? Ich warte, ich denke, ich mach einfach das Handzeichen. Der geht nicht weg. Ne? Ja, geht. Nee, das ist ein Tumor. Komm, rette den Curry, rette den Curry. Okay, das ist ein richtiger Assi, der campt die ganze Zeit. Okay. Nein. Jetzt! Rette ihn! Ah, jetzt kommt er zurück. Oh, ja, okay. Scheiße. Jetzt hat er gerochen. Ja? Es war der so riecht auch selber. Oh, er haut jetzt haut auf den Curry noch ein. Nee, der lässt ihn nicht aggressiv, ne? Der lässt ihn nicht wegmachen. Schade. Ich glaube, den hat man irgendwie beleidigt oder so. Was ist denn mit ihm los? Curry, kennst du den persönlich? Gute Nacht. Der Augenherpes. Häusliche Gewalt. Ich bin nicht mehr zu retten. Ja, ich glaube, er ist wirklich nicht mehr zu retten, weil du warst gerade fast down, ne? Gute Nacht, Tobi. Ich bin eh tot, also von daher, go. Bist du direkt tot? Ja. Oh. Scheiße. Oh, fuck, der Generator ist so gut wie Pan, der Generator, wo wir gerade waren. Ich bin jetzt hier oben im Haus. Das stimmt. Okay, der Generator ist so gut wie fertig. Der, wo wir gerade waren. Oh. Ich will dich retten, ich hab eine Taschenlampe. Der macht das Ding kaputt. Dreck, ich geh den anderen Generator so. Curry, wem guckst du denn gerade zu? Thomas oder? Ich guck den Thomas, ja. Na gut, dann geh ich mal zur Pan. Ja, hier ist nicht so viel. Hier sehen wir einen Pandoria in ihrem typischen. Ein Pandoria. Kannst du mir sagen, wo du bist, Thomas? So ungefähr? Ja, ich bin gerade im einsamen Hütchen. Ich verstecke mich gerade. Alter, ich bin entkommen? Ja, halt. Ei. Oh, scheiße, nein, komm bitte. Bitte find mich nicht. Die ist auf jeden Fall irgendwo am Haus hier. Jetzt bin ich einmal rumgelaufen. Ich lenke ihn so lange ab. Da. Ah, hier. Da ist er. Okay. Uiuiui. Okay, also wenn er campt, schlägt mich hier noch? Er campt, ne? Okay. Ja, er campt. Ich sage das ungern, aber bitte geh zu den Engeln. Ich will nicht, dass du dich quälst. Ich hab's getan. So, Thomas, jetzt ab durchs Loch. Thomas, Alter. Ich hoffe. Wenn, geht die Luke jetzt mal auf? Ja, die soll jetzt mal. Ich hoffe. Nein. Warte mal. Jetzt zieh's auf! Geh da! Tschüss! Und hast du geschafft? Ja. Alter, die ist aber nicht aufgegangen! Ja, das dauert aber nicht ein bisschen. Ja. Boah! Dauert, gucken wir mal! Alter Schwede. Schlampiger Schlachter. Ja, ich wollte dich wirklich nicht zurücklassen. Ich wollte dich wirklich nicht zurücklassen, aber der campt und das macht keinen Sinn dann. Ja, er lässt Leute krasser bluten. Ja, das hat man gemerkt. Deswegen. Es war immer wie so ein Feuerwerk um einen herum. Oh. Ich fand das von der Pan vorhin voll gut. Ich hing so am Haken, weißt du, sag so, ich bin nicht mehr zu retten. Und die Pan so, ja, ich glaube, der ist wirklich nicht mehr zu retten. Nein, so meine ich das. Das hab ich gefeiert. Voll lieb, voll liebevoll einfach. Ja, voll die epische Szene, so. Ja, komm, wir gehen. Oh, ja, Level 12. Ich bin schon wieder Level 20, ey. Also Level. Ach so, okay. Echt? Ach scheiße. Ey, da wo die Webcam drauf ist, ne? So. Ja. Hm. Ach so, ich kann dir nochmal was vergeben. Das ist besser. Searching for Games. Ey. Oh. Oh. Guck mal, da ist der Curry wieder da. Der Curry ist wieder da. Ey Mann, das wollte ich gerade schreiben, Tobi. Ja, hab ich vorhin auch die ganze Zeit gemacht, dass du nicht da warst, Mann. Er hat dich gut vertreten. Ach so. Auf Fluffies wäre das voll geil. Ich habe jetzt voll Bock auf Fluffies. Was sind denn Fluffies? Ich will auch wissen, was. Erst Kibbeling, so. Jetzt Bitcoin. Stehst mit so einem Handy da, weißt du, wie Pokémon-Bälle immer so. Bei Fluffies muss ich irgendwie so an Pantoffel denken. Ich muss bei Fluffies muss ich an Dings denken. Ja, an Kuscheltiere Marshmallows, denken. Genau. Ja, so Marshmallow-Dinger. Wobei ich Marshmallows immer geiler fand, wenn sie brutzelt sind. Wenn die was? Wenn die nicht gebrunzelt sind. Gebrunzelt und Hund sind? Was ist denn los mit euch? Ja, und die hatte gerade so einen komischen Fehler. Tobi, du hast so einen komischen Fehler. Ja,
So. Ach Mensch. Läuft. Das ist doch. Das ist einer von uns. Toller, wenn das viel schneller gehen würde. Einer von uns. Einer von. Pan? Ja. Das finde ich nicht gut. Oh geil, da mache ich einen Screenshot von für nachher. Was hat denn für ein Schniedel, Tobi? Tobi! Ja, mach doch mal einen besseren Curry. Ist das ein Schniedel? Ja, doch, was willst du denn sonst machen, ne? Ja, ich dachte, von war oben, das nicht, war das nicht irgendwie. Gesehen. Nee, war das nicht irgendwie so? Ja, das, genau. Das kann man natürlich auch machen, ja. Natürlich nur drei gleicher Zeichen. Curry, natürlich. Zwei von euch müssen noch ihr gucken. Oh ja, ich bin fertig. Warum schreibt er schon wieder Spritz? Drei Kopien. Ich wollte kein gleicher Zeichen machen, weil der sehr dünn ist. Aber 3D, so ein Alter. 3D. So ein Pilzkopf, Alter. Oder die drunter stecken. Nein, das ist nicht wahr. Du brauchst dafür immer einen Schuhanzieher. Sorry, drücken! Ich hab doch gerade! Ja, musst du nochmal einfach. Ja, natürlich, Curry. Oh. Natürlich. Er spielt wieder Snake, weißt du? Searching for games. Läuft. Kein läuft Spiel gewonnen. Läuft wieder. Es oh ist so schön. Eine ist immer anders als die andere. So, vielleicht? Das sind so Tellerwarzen. Und die Tellerlippel einfach. Und zwei Toffifees einfach. Einmal nur typisch so los. Oder? Boah, Toffifee, ey. Boah, es gab mal so einen Wrestler, der hieß The Great Khali. Der hatte echt zwei, wie so zwei Toffifee-Nippel einfach, echt? Das war echt geil, Alter. Ja, Curry, Curry, drücken! Hey, ich bin doch bereit! Nee, ja, es ist ein Bug, es ist ein Bug. Ja, echt, viel Spaß in Toffifee, viel Spaß in Toffifee. Tobi? Sind jetzt alle? Nee, Tobi, kannst du mir auch mal so auf den Kopf hauen, jetzt Great Khali? Das macht mich an. So findest Puck du das geil. Puck! Wer ist denn Great Khali? Wrestler. Heißt er Khali oder heißt er Khali mit H? Mit H. Der ist aus Indien. Ah, okay. Ein Fakir. Ja, Sieben. Ja, großartig. Spielerunden suchen. Die wievierte Folge ist das eigentlich, die wir heute aufnehmen? So, keine Ahnung. Die vierte. Vierte? Jo. Ach ja. Ja. Sollen wir hier schneiden? Ja, ich glaube schon. Ja? Sicher? Ist gerade so witzig. Ja. Findest du? Ja, bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Ah, da geh ich pissen. Okay, bin gleich wieder da. Ja, warte mal. Ja, was denn? Er sucht. Ja, glaubst du selber nicht, dass es funktioniert. Obwohl, ich muss pissen. Ja, war klar, ich muss pissen. War klar. War ja klar. Großartig. Ich werde jetzt die ganze Zeit so sitzen hier. Hallo? Ja. Hey Kuri! Hey Curry! Vielleicht kannst du schnell pinkeln gehen. Ey, ich sollte immer Salami holen gehen. Nee, ich werde das jetzt durchziehen. Ich werde hochziehen. Der eine muss pinkeln, der andere holt sich eine Salami. Ja, wir haben keine Salami mehr. Alter! Was denn? Schöner, warmer Eigensaft, ey. Hä? Einfach, hä? Er was hat gerade gesagt, er zieht die Pistole und spuckt so aus. Hey Curry, hallo? Hallo? Ja, lass dir Salami schmecken. Der Killer will uns nicht. Der Curry malt die ganze Zeit so Penisdinger in den Chat, ja, weißt du? Und dann schiebt er sich erstmal schöne Salami rein, so eine salzige, weißt du? Ja, das hat mich jetzt in Stimmung gebracht. Ja, ich weiß. Was soll? Der isst die auch gar nicht, der leckt die so einfach ganz lassiv. Wie so ein Kirschlippenstift, weißt du? Oh, Entschuldigung. Vielleicht knötet sich bestimmt auch vorne so eine fette Wölbung erstmal zusammen. Tobi, ich weiß, was du willst. Hä? Bestimmt nicht deine Salami, mein Freund. Ich mach dir Knödel, Schnuckiputz. Wurstknödel, oder? Grobe Mettwurst. Oder diese fette Fleischwurst, kennst du ihn? Vom Tobi, ja. Ja, natürlich. Natürlich. Die muss man auch immer erstmal so aufschneiden, damit man diesen Rand nicht mit isst. Oh, Alter. Alter, oh.
jetzt aber. Oh, i. Oh. Gut, dass ich schon aufnehme. Ich weiß schon, was ich dir morgen beim Einkaufen hole. Was denn? Tobi oder was? Nee, so eine Salami da, die wo du erst das Weiße anmachen musst. Da. Mhm. Ja. Ah, aber oh, diese abgehangenen Salami, oh, die sind so lecker. Mhm. Die harten? Stimmt, die sind, ja, richtig ja, harte Salami. Die sind aber echt gut. Aber es gibt auch so ja, Bauernfleischwurst ja. als Salami, das ist auch geil. Nein, die harten. Oh. Aber das Weiße muss man gar nicht abmachen, das kannst du mitessen. Hä, nee, das ist doch Darm. Ey, das ist voll lecker. Ja, das Darm ist Darm. Doch bei Wurst. Curry frisst gern Darm, Alter. Ja, Schwein, Alter, das ist so Schweine-Enddarm. Jetzt konzentriert euch mal. Curry, also wir sind immer noch am Vorproduzieren und es ist ein langer Tag heute. Krieg wieder. Wie denn dein Mad Eagle da? Und der Curry war bis gerade noch unterwegs, ist mit dem Zug direkt zur Aufnahme gefahren. Geist am Start. Hey, Tom. Ja, der ist direkt bei mir, der holt mich gleich. Schön. Hey, wo ist er? Ich hab hier gerade ganz schönes Herzklopfen. Ich hab leicht Herzklopfen. Da hab ich schon erwischt das erste Mal. Oh, Thomas, was machst du? Oh, hey. Thomas, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Ja, das wusste ich nicht. Hä? Alter, lauf, der ist jetzt hinter dir her. Lauf! Ja, ich hang! Oh Gott, jetzt aber. Thomas ist der neue Tobi. Ja, Tobi. Ich versuche zu recovern. Nein, nicht hier rein! Nicht was ist denn los, Leute? Was ist denn los? Mann, du Assi! Das könnte echt schnell gehen. Du denn immer da rein, wo ich bin? Bleiben Sie mal stehen, Junge, Mann. Ah, cool, danke dir. Warte. Oh, da kommt. Ich muss Vorsicht, weg. Der kommt. Hey! Alter, was? Nein, ich bin am Scheitel geblieben! Hey, was? Ich geblieben! Okay, ich versuche den Geist zu blenden, ja? Oh, oh. Das ist das traurigste Abbild der Geißel der Geist. Hey, Tobi! Alles Tobi! Hey! Hey! Wir sind zusammen, Tobi! Geht er hoch? Magst du eigentlich was abgehangene Salami? Okay, er hat mich. Alter, was ist denn los heute? Was ist denn los? Wollt ihr mich verarschen? Nein! Hahn, mach alle vier Generatoren und hau ab! Wie schnell ist der denn? Ich glaub, die Runde ist für den Arsch. Oh, das glaube ich aber auch. Oh Gott. Hey, Tobi, Mann. Hey. Komm wieder runter. Nee, doch nicht. Ich finde den Stock aber schon ziemlich gantern, der Wo ist er? Hat. Ach, Kacke. Alter, schon? Wieso bist du schon tot? Der hat dich nicht gesehen. Ich hab gewickelt, die Bash spiel ich doch runter. Nee. Doch, der ist in meine Richtung gelaufen. Boah, der ist die ganze Zeit beim Haus hier. Der ist immer noch die ganze Zeit beim Haus. Hallo! Hey, Curry! Curry, bist du's? Das ist Next Generation, Alter. Okay, sag mir jetzt mal genau, was der macht. Der hängt uns alle in den Keller. Ja, aber bleibt er da? Nee. Na, jetzt weiß ich's nicht. Gute Nacht, Thomas. Alter, was ist das denn für ein Metzelfest hier gerade? Curry, hast du Herzklopfen? Nee. Curry, wie man die letzten Stunden will er mit dir verbringen. Krass. Ey, da steht ein Arztkoffer, ey. Curry, den brauchst du, Mann. Krass. Ich will nicht befreien. Ist er weg. Warum? Oh Gott. Ach, nein! Oh, du bist jetzt Geschichte. Nein, was soll das? Hä, was macht die? Curry, hinauf! Alter, ernsthaft? Das einer ist von uns muss es schaffen. Oh, Dreck. Alter, was für eine Runde. Ich glaube, so schnell sind wir noch nie krepiert. Noch nie. Hä, ihr nicht beide? Oh, okay. Geh! Curry, hau ab, Curry! Was machst du, Curry? Nein, das ist echt mies. Nein! Alter, was ist das denn für eine Schlacht? Ja, was ist denn mit dem? Wir sind einfach nur kleine Der Typ ist echt krass, der ist auch voll schnell irgendwie. Der ist, glaube ich, voll high level. Ja, der ist echt voll schnell. Der fliegt wie. Und nachher Level 20 einfach nur. Ich bin tot. Guck mal, der geht einfach voll ab. Der ist echt, also ganz ehrlich, wie ist das denn jetzt passiert? Wie ist das bitte passiert gerade? Ich glaube, wir haben noch nie so eine schlechte Runde abgeliefert. Doch, haben wir heute schon. Nein, haben wir nicht! Ja gut, aber da war Curry nicht da. Ach, der sammelt noch Punkte, der Penis. Nein, bitte nicht her, Killer. Bitte nicht, Killer-Chan. Bitte nicht. Killer-Chan. Dein Arsch ist nass übrigens. Ich kann nicht regeln! Hä? Was? Hä? Ich hab keine Kontrolle über meinen Charakter gerade. Ich bin gerade der hängt da einfach. Das ist mir schon öfter aufgefallen. Hä? Boah, Alter. Krass, das ist. Ich sei mal nicht so frech. Ich hatte keine. Wow. Ich konnte nicht wiggeln. Warum konnte ich denn nicht wiggeln? Was war denn los? Habe ich noch nie gesehen. So. Also, wie wir jetzt alle abgeschlachtet wurden. Hart. Wow. Der Typ. Alter, was? Level 2 Blitz. Jo, alles klar. Natürlich, der Blitz, der Kiemütze. Was ist da los? Schadenresistent. Ah, hier, dein kraftvoller Griff an den Überlebenden macht es nahezu unmöglich zu entkommen. Uah!
Boah, boah, Alter. Deswegen, boah, deswegen. Boah. Alter. Statt wieder vom Rewe-Regal oder was? Deine Sicht ist heller um 20% und dein Blickfeld ist deutlich größer als normal. Hochsensibel gegenüber Licht erblindest du 50% schneller als normal. Die Sau. Ach krass. Gut, boah, da waren wir jetzt aber echt easy going für den, ne? Und die Krähen auch, boah. Aber jetzt, geil. Wer ist das jetzt? Wir müssen jetzt einen Folgenbreak machen. Respekt. Ach so. Wir müssen eigentlich einen Folgenbreak machen, ja. Boah. Okay. Und das aber ich würde sagen, wollen wir nicht noch eine Runde machen, weil die echt scheiße war? Ja, ich würde schon Curry, ne? Das ist doch aber... Wir müssen noch wegen... Wir müssen noch einen Curry. Dann lass mal Curry entscheiden. Ich will noch eine jetzt. Na gut. Tobi, bist du doof oder was? Ich lade einen Moment. Ich hab nur an deine Gesundheit gedacht, du Arsch. Was für eine Gesundheit? Jetzt sind wir auch alle wach. Das Einzige, was mich macht, ist, wenn ich mit dir Zeit verbringen kann, Tobi. Nee, aber ich, das drückt mich. Aber das ist schon krass, dass... Was? Nur, dass wir einen Killer kriegen, ne? Nee. Aber, das sollte eigentlich gar nicht sein, weil wir sind alle Rang 20, ne? Und kriegen dann so einen hochrangigen Killer. Level 2 Killer, das ist... Okay. Ja, das macht irgendwie keinen Sinn. Mann. Ja? Die kriegen nicht mal die Lobbys geschissen. Meinst du, die machen dann auch einen auf Spielsuche oder was? Das kannst du vergessen. Die bei FIFA haben dafür 20 Jahre gebraucht. Jeden Morgen Team-Meeting gibt es erstmal Kaffee und Donuts und dann steht die ganze Backliste auf so einer Tafel und dann lachen erstmal alle gemeinsam und gehen dann Kicker. Also, eine richtige Family Guy Szene. Ja. Ah, schön. Oh. Boah, ist das warm jetzt. Oh. Vielleicht kann ich ja jetzt pinkeln gehen. Ja, sollen wir nochmal einen Cut machen? Ja, ich muss auch Pipi machen. Sollen wir? Ja, dann. Oder okay. Wir lassen einfach laufen. Ja, okay. Dann was meinst du jetzt? Ich hab noch eine Dose, ich kann da reinpinkeln. Komm, bitte, lass es jetzt finden. Bitte. Nein! Bitte. Ja, ich hab hier noch eine Blume, die muss eh gegossen werden. Das ist doch wohl ein Hohn. Also das ist doch wohl ein Hohn, Alter. Sonst eine halbe Stunde suchen, aber wenn du pinkeln musst, pinkeln. Alter. Ihr müsst bitte jetzt immer pinkeln wollen. Toll, großartig. Ich wollte aber auch nicht so viel lachen. So, komm, lass mal jetzt richtig ab. Alter. Okay, jetzt lass mal richtig, oh, richtig, wir gehen jetzt richtig gut vor. Vorhin hatten wir eine richtig geile Runde. Lass mal richtig absahnen jetzt. Was? Tangakranz? Okay. Ah, den Tangakranz, geil. Der Tangakranz. Nice. Ist sehr spät und wir sind immer noch vorproduzieren. Ich zeig dir heute Nacht meinen Tangakranz. Er drückt ein Auge zu. Er zwinkert dir zu. Zwinkert der Arsch. Reim, aber den will ich nicht bringen. Okay, jetzt Schrott, wir lassen uns richtig abgehen. Ey, Thomas, warte mal. Warte mal, bleib mal da stehen. Ja, ich wollte ganz kurz den hier machen. Ja. Hier, denn? Guck mal. Hier. Ja, Alter, geil, zeigst du zum fünften Mal die Emotes oder was? Ich will dich mal schlagen. Hä? Da, aua! Warte, ich will dir mal kurz im Gesicht rumfummeln, warte. Es ist der Fallensteller. Oh nein, oh, okay. Hey, Thomas. Hey, Thomas. Du Thomas? Ja, Tobi. Tobi war das. Tobi, bist du's? oh. Okay, ich bin verfolgt. Vorsicht, da hinten ist er. Fuck, lass uns mal wegrennen. Ich geh weg, tschüss. Ne, Curry wird verfolgt. Easy going, Mann. Ist das ein Generator? Ich glaube, ich werde ihn mal nutzen. Nee, mach das nicht, das ist böse. Ist das bei euch eigentlich auch so, dass wenn ihr mit einem anderen gemeinsam den Generator macht, dass ihr voll den Druck habt, dass ihr es richtig macht? Alter, Curry! Ja. Was denn? Ey, Curry, ist das dein Scheiß? Du bist so ein Wichser! Ey, ich wusste nicht mal, du bist so ein Wichser! Der Puls ist tiefer geworden! Jetzt ist er wieder hinter mir her! Alter, Curry, du Wichser! Bobby, böse! Mann, hör doch auf! Boah, Curry! Komm nicht weg! Kollegenschwein, hier! Opfer mich! Hier, schlag mich! Was machst du denn? Bist du doof? Lass dich doch nicht extra schlagen! Hey, ich hab ihn abgelenkt, jetzt haut ab, Mann! Mann, ey! Ich mach alles falsch, wollt ihr mich verarschen? Ich kann natürlich! Komm doch mal rein, Curry! Du kannst dich doch nicht extra schlagen lassen, Mann! Geh doch mal raus und komm doch mal rein! Boah! Curry hängt gleich! Kaumacher in Wolfsburg ist ein ganz anderer Mensch! Mann, der hat auch dieses Scheiß-Perk! Was? Welches? Hä? Hä? Was? Hä? Entkommen steht bei mir gerade! Ja, online überleben, da. Echte Punkte gekriegt, oder? Ich bin Level 1, 2, da hat einfach mal keinen Bock mehr gehabt.
Hey, egal, ich krieg 0 Punkte und einen Downrank? Für was? Was soll die Wichse? Schön. Item verdient, erste Hilfekasten. Ja, schön. Das kommt davon, dass man sich streitet als vorbei. Alle 0 Punkte, alle Disconnect bei mir. Außer ich, ich hab 0 Punkte und hab keinen Disconnect, aber hab dafür einen Rang verloren. Für mich ist das Perk, was er hatte. Bei mir genauso. So, warte, ich lad nochmal schnell ein. Hä? Das ist ja komisch jetzt, ne? Ich hab bei Max durch Kacke, war das denn? Wohlriechende Primelblüten. Oh, nice. Wie denn her? Aus meinem Arsch, da habe ich die gezüchtet. Thomas, drück mal bitte auf. Ja, Thomas hat gerade Primelblüten aus seinem Arsch gedrückt. Jetzt lass mir noch mal ein bisschen Zeit, das brennt noch. Horrorwitz. Ich kenne nur die alten, die guten alten Brielblumen. Die Brielblumen, Alter, die 70er Jahre Brielblumen. Alter, die hat man noch auf dem Klokasten, als ich Lütt war. Lütt? Klein. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, was ich ziemlich nice finde, ist die Allianz-Werbung, die die ganze Zeit im Fernsehen läuft. Denn bist du mit Allianz versichert? Ja, die haben irgendwie voll und stylisch, keine ganz Ahnung. Gesichert. Er kennt sie gleich auswendig. Denn nur das Bündnis für den Augenblick oder bla. Ne? War das nicht so? Bringt ja, dir ja, genau. Ein Glück. Genau. Bringt dir das Glück fürs Leben. Die haben die jetzt irgendwie gemash-up mit einer modernen Werbung. Total ja. Nee, mach keinen Scheiß. Erzähl mal. Also ist eigentlich genau gleich, nur HD. Nee, weißt du, wenn du mich hier verarschen willst? Ey. Wieso verarschen? Ich bin hoch interessiert. Was, das echt geil wäre? Was denn? Richtig schön pinkeln gehen, ne? Oh, wie fies. Weißt du, was richtig geil wäre? Einfach mal richtig schön laufen lassen. Ja, Curry, du auch? Ja. Hey, ich hab doch genau. Ja, aber es ist Buggy, auch was, wenn das Buggy? Steht. Ich saß früher in meinem Buggy. Was war denn das für ein Buggy, bitte? Weißt du, er muss direkt wieder dissen. Aber ich bin dann der Böse. Oh, ey. Boah, Alter. Läuft bei dir. Ich würde gerne mal, weißt du, was ich mache? Ich glaube, ich schneide mal aus dem kompletten Abend, den wir heute hatten, hier die Lobby einfach zusammen und lade das so. Das ist doch toll. Oh, nee, bitte nicht. Boah, nee, lieber nicht, Alter. Lieber nicht. Die furzen immer zwischen den Aufnahmen hier alle. Echt? Liefern sie sich immer Wettkämpfen. Oh, deiner war aber lauter, du hast gewonnen. Oh, habt, warte. Ihr auch noch, habt ihr im Discord eigentlich auch noch dieses Bild, was der Currywurst gepostet hat? Hä? Das Thumbnail? Was der Curry, du hast vorhin ein Thumbnail gepostet. Ach so, das. Ach so. Das hab ich da tatsächlich auch noch. Ja, hatten wir das auch in der Lobby, das Thema eigentlich? Nur mal so. Ja. Ah, cool. Was für ein Thumbnail denn? Ja, auch ganz gut. Ja, du hast so ein Thumbnail gepostet, Mann. Von so einem. So, jetzt stell dich doch bitte. Achso, ja, ja, so, ja, ja. Ja, ja. Fand ich cool. So, wer ist denn nicht bereit? Alter, ich Tobi, was ist los? Weißt du, ich drück, da steht nicht bereit und dann drück ich bereit und dann kommt da nichts. Tobi, sei fertig. Vielleicht kann ich ja jetzt pinkeln gehen. Ja, ich will mal pinkeln, ey. Ich hol mir den Salami jetzt. Das feiern, wenn das jetzt geht. Alter, wenn es jetzt nicht geht, dann gehe ich aber wirklich pinkeln. Ja. Okay, geh mal pinkeln jetzt. Searching for Games. Geht nicht. Was? Ja, komm, mach. Drück noch einmal und dann geh pinkeln. Und dann aber pinkeln. Ja, jetzt pinkeln. Pinkeln. Ja. Mach doch einfach in der Aufnahme, mach doch. Mach doch mal, nur noch die Kamera mit. Du bist so feige, komm, mach. Ich renne nach unten und drücke immer drauf, solange der Pinkel ist, und dann wieder nach oben und drücke hier drauf. Was bitte? Was ja, hier bei du drückst fertig. Drauf, wenn ich pinkle? Nein, hier auf fertig, das wirkt doch ab. Das wirkt doch einfach ab. Du bist so krank. Ich bin krank, du willst drücken. Und jetzt bin ich der Arsch. Jetzt bin ich der gerne selbst raus. Ich kann mehr heute. Was denn? Was? Warum was denn? Hast du zwei drei Eicheln, Alter? Das, was ist der mit dem vorne Hornhaut? So ein Doppelwopper hat der vorne einfach dran, weißt du? Aber mit Sesam. Hurry. Oh, ich hasse meine Vorstellungskraft. Schon wieder nicht? Curry, was ist los? Oh, jetzt, pass auf, jetzt ist los. Juckt der Sesam oder ich was? Ich höre den Fuß. Oh, Alter. Oh, ist das widerlich. Oh.
Boah, schön. Komm, irgendein Killer muss ich doch. Und wir müssen noch eine Folge danach aufnehmen, ne? Ja. Das wird nur lustig werden. Aber ihr wolltet die Folge ja nicht beenden. Hey, Curry. Hey, Currymann. Hä? Hey, wir sind alle jetzt nicht mehr fertig. Das ist Searching for Games, Alter. Und alle machen wieder nicht bereit. Was ist los mit euch? Tobi, was los? Tobi, wieder nicht bereit, Mann. Das verwirrt mich immer. Ich sehe ja meinen eigenen Haken. Das ist echt scheiße, Mann. Ja, was ist denn jetzt? Jetzt passiert gar nichts. Toll, ja, Tobi, jetzt hast du kaputt gemacht. Geil. Ja. Geil. Jetzt ist alles kaputt. Ja, das ist schon. Da, dann. Wollen wir einen Schnitt machen? Eigentlich mal so gefragt? Ja. Komm, einen schönen Herrenschnitt. Ja, machen wir einen Schnitt. Machen wir einen Folge Schnitt. Die Folge wird eh über eine Stunde lang. Also ja, ja. Du lässt sie ungeschnitten, ne? Tobi, machst du ja weg. Ja, natürlich, ich lasse sie ungeschnitten. So, Hauptsache Content, ja. Hauptsache Playtime. Genau. Mit 30 Midrolls dann in der Folge. Entschuldigung. Ja, dann Cut. Da. Lass mal kacken. Auf geht's. Achso, ja, Cut. Dann, ja, bis gleich. Ich geh mal kurz aufs Klo. Ja, okay. Ich auch. Ich komm mit, Curry. Warte auf mich. Ich komm mit. Hör auf. Oh, ja, jetzt endlich. Oh, boah, ist der meine. Wir haben uns gerade total lange über das Kacken unterhalten hier. Ja. Es ging ums romantische Kacken. Also ich sag nicht, aber es ging deutsch, ja. Tobi, willst du sagen? Willst du sagen? Warte, ich mach den hier. Du hast Hausrecht. Ich möchte einfach nur. Das andere sagst du aber nicht, ne? Das mit dem. Was stellt ihr euch in den Kommentaren? Der Düsterkniff. Hey! Bernie Düsterich. Der Düsterkniff. Die Legende von Düsterkniff. Ich stell mir das gerade so vor, wie der Bernie auf dem Pothock nachts, weißt du? Immer so. Hello, Darkness, my old friend. Und er sitzt da und kackt einfach. Schön. Oh, kacken. Wie kann man denn im Dunkeln kacken? Das ist mir ein Rätsel. Weil, ich meine, oder? Du musst ja deinen Arsch auf die Schüssel kriegen und schon wieder der Geist. Oh nein. Ja, der ist immer ein bisschen stressig, der Geist. Ah, ja, ja. Wie lange klingelt der denn bitte? Nee, der klimpert. Ja, der macht immer wieder neu. Weil er geil ist. Aber der kommt von da hinten, glaube ich. Den noch mal gerade gesehen. Aber der Clip ist so, das nervt voll. Ghost. Boah, der ist ja mega ätzend. Toast. Ist voll der. Hat ja irgendwie Aufmerksamkeitsdefizit. Der läuft auch. Ich hab ne Glocke. Ich hab ne Glocke. Warte, nicht. Was denn? Ich sehe. Ich bin im Schrank, aber nicht reinkommen. Ich hab. Das Einzige, was ich bis jetzt gefunden habe, ist eine Kiste. Oh. Er ist genau neben mir und bügelt wieder ab. Ja, irgendwie macht er da bei mir auch irgendwie gerade was. Vielleicht singt er dazu auch. Was macht ihr beide da? Er ist ja super spannend. Oh nein. Der Typ nervt so. Der nervt jetzt. Was für ein Wichser, wie hat er mich überhaupt gesehen? Der ist einsam. Alter, jetzt läuft er die ganze Zeit her mit seiner scheiß Glocke. Alter, geht er mir auf den Sack. Geh weg, du verkackter Geist. Also was ist denn das gewesen gerade? Das habe ich noch nie erlebt. Hi, Curry. Ich hätte gesagt, bist du dabei. Das habe ich auch noch nie erlebt. Der ist aber noch was hier, der Geist. Ich bin Geist. Was ist denn da los, Alter? Mach am was ist denn hier los? Scheiße. Er ist mal vorne am Sabbat. Tourette-Geist einfach. Oh, hi. Erzähl mir nicht, ich hab mich schon wieder gesehen. Was ist denn? Hä? Ich weiß es nicht. Als hättest du sehen müssen. Was ist mit dem? Oh fuck, hat aufgehört zu klimpern, oder? Nee, wir haben gerade getanzt, der Geist und ich. Der greift aber auch nicht an. Hey, wie denn von mir? What the fuck, wie hat was? Freut er sich einfach? Ja, ich hab da freut sich. Cool, lass ich töten. Die Frage ist, hat er euch einfach so gefunden auch, wie mich gerade? Lala. Ich bin super unkonzentriert. Aber dafür ist es echt lustig gerade. Glockenläuten. Ich glaube, wir kommen alle durch. Glockenläuten. Ah, fuck! Wir haben immer noch keinen Generator. Sag mal, Curry, ich hab eine Frage. Ja. Kackst du auch im Dunkeln? Ist das so Family Tradition oder ist das... Ja. Ist das so Next Generation? Weitergehen. Familie-Scheißtag. So.
Heute machen wir Bart das Licht aus, da gehen wir alle schön kacken. Andere spielen Brettspiele, wir scheißen zusammen. Boah, das Geile ist, dann gibt's samstags bei den Dorisons bestimmt immer Sauerkraut. Was? Damit er doch ordentlich ballert, mein Freund. Mir ist gerade was eingefallen. Ach hier, The Friendly Killer, das ist ja lieb. Killer. Oh. Ach cool. Lieber Friendly Killer, ganz liebe Grüße. Das, ja. Das war eine lustige Runde, sehr ungewöhnlich auf jeden Fall. Den engagieren wir. Ja. Du bist eingestellt. Huiuiuiui, oh. Alter Schwede. Mir ist eingefallen, als wir einen Stromausfall hatten. Das war irgendwie ein paar schnell, das war ein Tag. Als wir Stromausfall hatten, da bin ich ja mit Lichterkette aufs Klo gegangen. Eine Lichterkette, die diese Batterie betrieben war, habe ich die Lichterkette wahrgenommen und bin damit aufs Klo gegangen. Das ich hab früher mal angehängt, wie so ein richtig schön Horror. Nein, ich hatte da früher mal Kerzen stehen, das war auch schön. Dann läufst du so durch den dunklen Gang. Ja, was ist, wenn du einen falschen Furz machst? Dann brennt alles. Du furzt ja nicht auf die Kerze. Es sei denn, bei dir mockt das ganze Bad so dermaßen. Treibhausgase, Alter. Ja. Wo die Badezimmer sich so nach außen wölbt, die ganze Tür. Oh, das ist so schön. Das ist so geil. Okay, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Okay, ciao. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, komm.